So, der nächste Zufall hat sich ereignet. Ihr habt ja vorne gesehen, das ist wirklich abgelegen und am Arsch von der Welt, wie man so schön sagt. Trotzdem sind da jetzt ein paar Leute da vom Zurückkommen vom Surfen und haben da ihr Brett hingestellt. Und dann ist die eine so in die Hängematte gelegen und danach habe ich irgendwie so etwas verstanden, was sie gesagt hat. Ich habe gedacht, sie hat gesagt, es kommt stürmen. Und ich dachte, nein, das kann nicht sein, oder? Und danach hat sie irgendwie gesagt, ich bleibe da, ich schlafe gerade da. Also irgendetwas hat sie gesagt und ich sagte, das kann ja nicht sein. Jetzt sind das schon wieder vier Schweizer. Zwei, die jetzt da seit längerer Zeit unterwegs sind, auch über gesegelt sind, nicht mit dem Flüger. Und zwei Kollegen von ihnen, die sie sind besuchen. Und jetzt haben wir ein bisschen miteinander geschnurrt. Und jetzt esse ich da, ich habe eben schon etwas bestellt. Ich esse jetzt hier und dann kommt er mich danach holen. Dann gehen wir danach auch noch. Also sie gehen danach etwas essen und dann gehen wir noch ein Bier trinken. Weil da haben wir keinen Empfang. Darum ist es mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, aber es ist voll cool drauf. Und ja, unglaublich. Manchmal dann sieht man irgendwie monatelang niemand von der Schweiz und dann plötzlich irgendwie aufs Mal wieder ganze Haufen Leute und wirklich auch an diesen abgelegenen Orten. Unglaublich. Und ihr seht, es hat recht zugetan und es ist schon recht am Stürmen da, seht ihr. Recht am Winden da. So, mein Essen ist jetzt gekommen. Wir müssen euch das mal reinziehen, was ich hier bekommen habe. Richtig geiler Fisch, das freut mich jetzt richtig. So, wir haben jetzt hier also noch etwas gespissen, also respektive die anderen. Ich habe ja schon gegessen. Und darf ich vorstellen, den Heiko, Claudia, den Robin und Simon von Zürich. Ja. Und du kommst von Baden, gell? Von Baden muss man schon erwähnen. Wirklich, es hat, glaube ich, außer uns nicht wirklich viele Touristen da, nicht wahr? Ja. Die Schweizer sind einfach überall. Das ist eh die Geilste. Wir spielen jetzt ein Spiel und das heisst Shit, irgendetwas. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie es heisst. Lecken, sagen sie da. Und der Verlierer hat jetzt müssen an den Tisch hocken und darf nicht reden. Außer mit meiner Kamera darf ich jetzt noch reden. Ich darf nicht bestellen, ich darf nicht trinken, ich darf nicht essen. Ja, das ist ziemlich verschissen. Und ich habe schon zweimal vorher verloren, ich musste einen Mezcal trinken und ich muss morgen ein Fußballspiel am Strand organisieren und sie schauen mich jetzt dumm an und ich darf nicht mal etwas sagen zu ihnen. Und ja, ist recht scheiße, aber ich halte mich natürlich an die Regeln, darum ja, bin ich da ein fairer Spieler und mache das, was mir gesagt wird. Heiko! Kein Foti. Sag das doch mal! Erzähl es nochmal. Also, schau jetzt mal. Meine Zuschauer wissen das nicht. Genau. Der PD ist hier auf einer Insel. Wie heisst die Insel? Masai. Chacaua. Genau. Der PD ist hier auf Chacaua. Es sind keine Menschen. Alles nur Einheimische. Man versteht erstens mal nicht, weil das Spanisch ist völlig anders als das ganze Spanisch, das man in ganz Mexiko redet. PD verziehen jetzt. Verziehen jetzt aus Sicht. Auf jeden Fall, der PD ist hier. In seinem schönen, wunderschönen Hostel gewesen, am Meer, wunderschönen Meerblick. Aber ich meine, es ist doch alles nicht so cool, wenn du deine Leute um dich hast, respektive nicht deine, oder einfach sonst Leute, die du dich ein bisschen unterhalten kannst, oder wo du ein bisschen sein und ein bisschen Bier trinken und ein bisschen Eis lecken. Wie meine gerade mit uns macht. Auf meiner Dinge. Ich rede viel. Ja. Manchmal. Auf jeden Fall. Dann hat der PD eben gehört, dass da noch Schweizer umeinander sind. Und weil ich gesagt habe, dass ich heute Nacht in der Hängematte schlafe, hat der Pedi das gehört, schlafen? Hm? Pedi bin ich. Ja. Genau, der Pedi. Und auf jeden Fall hättest du nicht gehört, wie ich zum Robin gesagt habe, heute Nacht schlafen. Wer ist der Robin? Das ist der Robin. Das ist der Robin, genau. Robin, Gruß an Mohi. Zürich! Zürich! Wie heißt das euer Kaffee? Zürich City. Zürich City? Ja. Nicht, wie heißt das Ding? Nein, nur nicht schaffe ich das. Ah, okay, ja. Zürich City. Okay, genau, auf jeden Fall hättest du nicht gehört, wie wir darüber geredet hätten, wie cool dass die Hängematte dort ist, hättest du nie so einen guten Abend gehabt wie mit uns jetzt und hättest du nie so eine Unterhaltung gehabt. Also ich finde, das ist mehr wie ein Grund genug, dass du mit mir Karaoke singen musst.
Das wär's gewesen. Hat sie gesagt. Ja. Was haltet ihr davon? Ich finde, es ist nicht wirklich überzeugend, aber. Ja. Man kann auch. Du musst eins aussuchen, wo du singen kannst. Ich finde, sie argumentiert wie der Donald Trump. So einfach so aus dem Nichts aus. Einfach so irgendetwas. Für gar nichts. Robin, was meinst du? Hat sie recht oder nicht? Für gar nichts. Für nicht mal vielleicht etwas. Nicht mal vielleicht. Also ich finde. Nein, einfach nein. Nein, gell? Abstellen den Scheiß. Also, abstellen. Willst du etwas sagen? Also, zum Schluss. Fick Scheiß! Oh, so gut, das wird ich nicht mehr sagen. Also, wir singen jetzt ein bisschen Karaoke. Wie hat Claudia performt heute? Schlecht, schlecht. Wenn du in der Jury wärst, Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind vorne schon wieder zum Morgenessen miteinander. Und ja, jetzt sind wir aber alle so recht auf der Schnorre gewesen. Darum sind wir jetzt alle nochmal ein bisschen hinlegen. Und ich gehe jetzt ein bisschen am Strand, ein bisschen spazieren, ein bisschen baden, ein bisschen entspannen. Das Wetter ist nicht allzu gut heute, es ist recht bewölkt und es windet recht stark. Wir hoffen, dass wir am Abend noch so ein bisschen Plankton anschauen können. So Plankton, das leuchtet so in den Lagunen und so. Wir schauen jetzt noch heute Abend, wie das Wetter sich entwickelt, weil wenn es nicht gut ist, sehen wir das gar nicht. Also die Bedingungen müssen gut sein für das. Und ja, das schauen wir jetzt dann noch. Aber ja, wie gesagt, gestern Abend war wirklich ein sehr witziger Abend mit denen. Hat richtig gut da, wieder mal ein bisschen mehr oder ein bisschen länger Schweizerdeutsch zu reden. Richtig schön gewesen. Und ja, jetzt hau ich es dann eben. Was auch noch witzig ist, da, man hat kein Internet und kein Handyempfang, gar nichts. Das heisst, wenn ich mich mit ihnen verabreden will, muss ich wirklich amigs bevor wir uns verabschiedet neu, wenn wir wirklich sagen, okay, wir treffen uns dann, wenn wir uns nicht sehen in der Zwischenzeit, treffen wir uns dann um 6:30 da und da. Ist wirklich witzig, wieder mal so in die Zeit zurückzukumpen, wo man sich wirklich noch muss verabreden und dann das auch einhalten, weil sonst klappt es nicht, ohne dass man immer kann ständig sagen, ja, komm in 10 Minuten auf dem Handy oder so, schnell irgendwie ein WhatsApp schreiben. Wirklich witzig, das wieder mal so ein bisschen zu erleben da. Ja, voll. Buenas tardes, es ist schon wieder Essenszeit. Es war so ein richtig gechillter Tag, aber wie ihr vielleicht jetzt den gerade seht, das Wetter ist nicht so wirklich bombastisch. Es ist recht stark am Winden und es zieht schon wieder ein Gewitter auf, vermutlich. Ja, das ist jetzt halt einfach so. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Darum haue ich es jetzt zu unserem Treffpunkt. So, wir haben jetzt gegessen und jetzt müssen wir mal das reinziehen, wie das hier aussieht. Es ist so richtig Weltuntergangsstimmung. Extrem dunkel da drinnen. Und jetzt fährt es da so langsam ein bisschen an zu tröpfeln. Darum haue ich es jetzt da schnell wieder unter den Schermen, wie man so schön sagt, nicht wahr? Ja Leute, das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ciao!